Hallo und willkommen bei einem weiteren C++ Tutorial von A bis Z. In diesem Video möchte ich euch gerne die verschachtelte Vorschleife beibringen. Im Prinzip ist eine verschachtelte Vorschleife nichts anderes als zwei Schleifen oder drei Vorschleifen, die ineinander verschachtelt sind. Was das bedeutet, haben wir im Prinzip bei den Kontrollstrukturen IFL schon kennengelernt, wie man die ineinander verschachteln kann. Das nennt sich einfach verschachteln. Wir haben also ein Block, in dem Block ist noch ein weiterer Block und in dem Block ist ein weiterer Block. Das ist eine Verschachtelung. Die Vorschleife lässt sich natürlich auch verschachteln und ihr werdet oft mit Algorithmen zu tun haben, wo ihr die verschachtelte Vorschleife benötigt. Wenn wir später irgendwann mal den Bubble Sort Algorithmus, Sortieralgorithmus Bubble Sort verwenden, dann werden wir zwei Vorschleifen brauchen, die alle Zahlen miteinander vergleichen kann. Ich werde im nächsten Thema, das werde ich da nochmal genauer erklären, die doppelte verschachtelte Vorschleife nochmal aufzeigen. Und zwar wird das nächste Thema sein, mehrdimensionale Arrays, da macht es Sinn, die doppelte Vorschleife zu zeigen, die verschachtelte Vorschleife. Aber ich möchte dieses Thema mehrdimensionale Arrays erst im nächsten Video behandeln, deswegen mache ich hier ein anderes Beispiel. Und zwar, wenn ich euch sagen würde, kommt mal bitte her und versucht mal ein Programm zu schreiben, das eine Produkte bildet aus den Zahlen. Wir haben eine Liste von Zahlen und wir haben eine zweite Liste von Zahlen. Zum Beispiel 2, 4, 6, 8. Und ich möchte gerne, dass er ein Produkt, ein Algorithmus programmiert, das ein Produkt bildet von den Zahlen mit den Zahlen, mal genommen. Ich will, dass er also ein Ergebnis ausgibt, 1 mal 2, 1 mal 4, 1 mal 6, 1 mal 8, 2 mal 4, 2 mal 2 mal 2, 2 mal 4, 2 mal 6, 2 mal 8 und so weiter. Ich versuche mal in Paint genauer zu zeigen, was ich damit meine. Wenn ihr zum Beispiel ein Programm schreiben wollt, wo ihr entsprechend zwei verschiedene Listen habt. Und eure Aufgabe ist es, die Zahl zu nehmen, mal diese Zahl, mal diese Zahl, mal diese Zahl, dann diese Zahl, mal diese Zahl, mal diese Zahl. Ihr merkt, jede Zahl mit jeder gepaart. Und das in C++ zu machen, ist schon eine Hürde für sich. Wenn wir jetzt gerade mal analysieren, was soll gemacht werden, das ist ein Algorithmus, was ich programmieren möchte, müsst ihr euch immer Gedanken darüber machen, wie würde ich es auf Papier lösen. Was ihr hier machen müsst, ist, ihr müsst diese Zahl nehmen und dann hier zu einer Schleife laufen lassen, der erstmal mal das nimmt, dann die 1 mal 4, dann die 1 mal 6, dann mal die 1 mal 8. Wenn die Schleife abgelaufen ist, läuft hier eine Schleife, die nimmt die 2 und dann wiederholt das Gleiche nochmal mit dieser Schleife. Also ich zeige euch mal, was ich meine. Dann wird euch hoffentlich klarer, wie das funktioniert. Ich habe zum Beispiel ein Z1-Zahlen-Array, das hat folgende Zahlen, 1, 2, 3 beispielsweise. Dann habe ich ein zweites Array, das hat andere Zahlen, wie zum Beispiel die 2, die 4, die 6, die 8. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Ausgabe von euch haben, über eine Vorschleife, dass jede Zahl mit jeder Mal genommen wird. Wie funktioniert das? Ich zeige euch mal einen Weg, wie man das machen kann. Wir haben ja zwei verschiedene Zahlen. Wir wollen ja, unser Ziel ist es, jede Zahl mit jeder Mal zu nehmen. Das heißt, wir müssen über diese Liste iterieren, also eine Vorschleife programmieren über diese Array, der über diese Liste läuft. Das ist i gleich 0, i kleiner 3. Wir wissen, in der Z1 sind drei Zahlen drin, i plus plus. Und wenn die über diese Liste läuft, wollen wir, wenn wir bei der 1 sind, bei der Zahl 1 sind, wollen wir, dass die 1 mit der 2 mal genommen wird, ausgegeben wird. Mit der 4 mal genommen wird, ausgegeben wird. Mit der 6 mal ausgeben, mal ausgeben. Das heißt, im Prinzip baue ich in dieser Schleife eine innere Schleife, die immer über diese iteriert. Immer so 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Das ist eine Schleife, die muss man sich dann gedanklich mal versuchen vorzustellen. Und dafür brauche ich jetzt eine innere Schleife, die zählt auch von 0. Und die J-Schleife sozusagen ist dafür zuständig, über diese Liste zu iterieren. J gleich 0, J kleiner 4 und J plus plus. Jetzt habe ich sozusagen zwei ineinander verschachtelte Schleifen. Wie läuft das syntaktisch ab? Das Programm läuft von oben nach unten ab. Wir kommen hier in den Schleifenzähler 0. Und der macht in sich viermal irgendwas, weil diese Schleife hält uns jetzt auf. Ich zeige euch mal, wie das beim Kompilieren aussieht. Viele Anfänger, auch ich, hatte damals Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie das Programm jetzt genau abläuft. Deswegen debugge ich mal und folge der ganzen Anweisung Schritt für Schritt nach. Das heißt, wir sind jetzt in der inneren, der ersten äußeren Vorschleife.
Diese Vorschleifezähler seht ihr hier unten hier, I ist 0. Und dann macht die, während I 0 ist, viermal die innere Schleife. Ihr seht, wie dieser Cursor dauernd hier hin und her springt. Der bleibt jetzt in dieser Schleife, in der inneren Schleife hängen, so lange, bis die Bedingung nicht mehr true ist. Diese Bedingung hier ist nicht mehr true, wenn J größer ist als 4. Das heißt, solange J kleiner 4 ist, mache ich die Schleife. Sobald J 4 erreicht hat, verlasse ich diese Schleife und die äußere Schleife kann dann endlich 1 weitergehen. Das heißt, wir bleiben in 0 hängen. Beobachtet mal diese zwei Zahlen hier unten. Für I ist 0, J ist 1. Jetzt bin ich bei J2, jetzt bin ich bei J3, jetzt bin ich bei J4 nicht angekommen, weil ich gesagt habe, geh raus, wenn du 4 bist. Also ist J 0 bis 3 gewesen. Und I wird jetzt auf 1 hochgezählt. Ihr seht jetzt, I ist jetzt in der 1er Schritt, also im nächsten Iterationsschritt. Und die Vorschleife läuft wieder 4 mal ab. Dann ist J2, Vorschleife 4 mal und J3 und so weiter. Also die äußere Schleife hält uns 4 mal fest, also 3 mal fest. Und was macht die in den jeweiligen Schritten? Immer 4 mal irgendwas. Ja, so haben wir es geschafft, dass wir die 1 und da durchlaufen, dann die 2 da durchlaufen, die 3 da durchlaufen. Syntaktisch haben wir das aber noch nicht festgehalten. Das ist unsere Idee. Ich habe die Idee, dass mit den allen, diese Zahl mit den allen und diese Zahl, die 3, mit den allen, das ist meine Idee. Damit habe ich sozusagen den Rahmen gebaut. Ich könnte jetzt folgendermaßen hergehen. Ich möchte jetzt die out Z1. Wir haben ja extra den I-Zähler gebaut. Der ist dafür da, über diesen zu iterieren. Das heißt, ich benutze für Z1 den Index I. Und möchte ja die Addition, die Multiplikation mit den Zahlen Z2, und zwar Y, Index Y, möchte ich multiplizieren. Das hört sich so verwirrend an, aber wenn ich euch das zeige, dürfte es euch sicherlich sehr schnell klar werden, was ich mache. Das ist im Prinzip das, was ich möchte. Das ist mein Array, der läuft von Index 0 und I ist immer am Anfang 0. Ich habe ja I auf 0 gesetzt. Und diese Vorschleife zählt erstmal bis 4 hoch. In diesem Fall, wo diese erste innere Vorschleife bis 4 erstmal hochzählt, ist mein J immer 0. Das ist dieser Wert hier. Z1 Index 0 bedeutet dieser Wert. Und dieser Wert ist immer 0 und dieser Wert ändert sich, weil das die innere Schleife ist. Die innere Schleife macht als erstes seine Aufgabe und die zählt hoch. I bleibt auf 0, J zählt erstmal komplett hoch auf 4. Merkt, ich muss ja raus, meine Bedingung ist nicht mehr wahr. Und dann ist diese Vorschleife am Ende. Ich bin hier angekommen, komme hier oben hin, prüft die Bedingung, ist I kleiner 3? I ist ja auf 1 hochgezählt worden nach dem ersten Schritt. Dann ist I auf 1 und das gleiche Spiel machen wir jetzt mit der J wieder. Dann wird die 1 mit den Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 verglichen bzw. multipliziert. Ich führe das mal aus und zeige euch mal, dass genau das rauskommt, was ich mir erhofft hatte. Ich erwarte jetzt eine Liste untereinander geschrieben, alle eine Multiplikation aus allen Zahlen. Ich möchte hier als Ausgabe auch noch sagen, welche Zahlen ich multipliziert habe. Ich könnte also ein Cout machen, die Z1-Zahl ausgeben. Dann möchte ich gerne als String ausgeben, Malzeichen. Dann möchte ich gerne Z2, die Zahl Z2 ausgeben nochmal. Gleich. Und dann das Ergebnis von beiden. Damit ich auch sehe, was passiert ist, woher die Zahl zustande kommt. Und dann müsste ich eigentlich wunderbar sehen, 1 mal 2 ist 2, 1 mal 4, 1 mal 6, 1 macht. Ihr merkt, das da ist die äußere Schleife hier, das, die linke Zahl. Immer 1, 1, 1, 1 und dann immer 2, 2, 2, 2 und 4 mal die 3, 3, 3, 3. Das haben wir dieser äußeren Verschleife zu verdanken. Die bleibt bei 1 stehen, bis die innere Schleife abgelaufen ist. Genau das passiert hier. Und wenn ich das Ergebnis nochmal angucke, habe ich jetzt ein Programm geschrieben, das jede Zahl mit jeder Mal nimmt. Dafür wären Vorschleifen wunderbar geeignet, und zwar in verschachtelter Form. Der Sinn und Zweck dieses Videos war, euch mal zu zeigen, dass wir in der Programmierung auch sehr oft solche Konstrukte haben. Wenn ihr also euch klar Gedanken gemacht habt, was will ich eigentlich? Ich habe zwei Listen von Zahlen. Ich möchte jede Zahl mit jeder Mal nehmen können. Dann müsst ihr euch Gedanken machen, wie ihr es mal auf Papier machen würdet. Auf Papier würdet ihr tatsächlich eine Liste malen, die genauso aussieht. Ihr würdet wirklich viermal die 1 hinschreiben und würdet auf Papier schreiben, einmal 2 gleich, einmal 4 gleich, einmal 6 gleich, einmal 8 gleich.
Dann wüsstet ihr, als nächstes muss ich in die Zur 2 gehen. 2 mal 2, 2 mal 4, 2 mal 6, 2 mal 8. Und dann wisst ihr, als nächstes müsste ich die 3 mal 2, 3 mal 4, 3 mal 6, 3 mal 8 ausrechnen. Wenn ihr das mal auf Papier gemacht habt, könnt ihr das schön ausrechnen und kriegt diese Tabelle. Wollt ihr das Programm hier technisch lösen, müsst ihr euch Gedanken machen, wo habe ich denn Wiederholungen? Ich iteriere, mache 4 mal die 1, mache ich irgendwas. 4 mal die 2 macht irgendwas. 4 mal die 3 macht irgendwas. Wir haben also für jeden Fall hier, 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 haben wir immer eine innere Wiederholung. Das ist diese Wiederholung. Ja, das ist ganz am Anfang sehr schwierig, da in die Denke erstmal reinzukommen. Aber wenn ihr ein bisschen Übung habt, werdet ihr es sehr schnell meistern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und im nächsten Video, wenn ich euch die mehrdimensionalen Arrays beigebracht habe, dann werden wir mit diese zwei Vorschleifen ein mehrdimensionales Array mal ausgeben. Und dann zeige ich euch, wie man die vorgeschleiften, die in geschachtelter Form noch anders verwenden kann. Ihr werdet irgendwann mit dem Bubble-Sort-Algorithmus zu tun haben. Sortieren ist so ein ganz typisches Thema in der Programmierung, Algorithmen sowieso, und da ist Bubble-Sort einer der Sortieralgorithmen, die eigentlich fast jeder lernt, um einfach nur ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Algorithmen im Allgemeinen funktionieren und wie man Algorithmen programmiert. Und dafür braucht ihr auch zwei Vorschleifen. Damit ihr darauf vorbereitet ist, seid und nicht erschreckt seid, dass man die Dinge auch verschachteln kann, hier dieses Video. Ich hoffe, das war lehrreich. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Bitte um Kommentare. Das heißt, wenn ihr merkt, es wird zu kompliziert, du wirst immer schwafeliger, bitte weist mich mal drauf hin, weil ich verliere langsam die Orientierung, was ich wie was erzählen müsste, damit ihr versteht, was ich meine. Darum vielen Dank für euer Engagement auch. Herzlichen Dank und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.